Sollte einmal nach längerer Zeit das Strahlenbild nicht mehr optimal sein oder die Wassermenge nachlassen, kann die Ursache eine verschmutzte Siebdichtung zwischen Handbrause und Brauseschlauch sein. Dazu lösen Sie die Überwurfmutter des Brauseschlauchs und entnehmen die eingelegte Siebdichtung. Die Siebdichtung kann dann unter fließendem Wasser ausgespült werden. Nach dem Ausspülen der Siebdichtung wird diese wieder in den Brauseschlauch eingelegt und der Brauseschlauch mit der Handbrause verbunden. Jetzt haben Sie wieder einen schönen, vollen Brausestrahl.